August haben sie noch die Schnittstellenbeschreibung nochmal umgedreht, genau, quasi auf ein anderes Verfahren. Und Mitte August habe ich geheiratet. Ja. Und du hast nicht mit dir reden lassen. Du hast nicht mit dir reden lassen. Ich? Den Termin hättest du verschieben. Ja, genau. Wir waren zwei, mit denen wir reden. Das war Stress. Und ich weiß, dass ich an diesem Tag der Hochzeit noch mit irgendjemandem, auch wegen dem ganzen Käse, wahrscheinlich mit dir, geredet habe. Über Markttransparenzstelle. Weil an dem Datum haben verschiedene Sachen überhaupt noch gar nicht funktioniert. Das ist echt stressig. Das war richtig schwierig. Also dann legen wir los. Hallo, hier ist Maurice Swim von Webfaktor Media. Heute beim ersten Fuck-Up in Würzburg. Warum Fuck-Up Meetup? Wir haben öfters hier am IGZ, oder die letzten Jahre waren sehr schlimm, die letzten 4 Jahre waren für uns sehr schlimm. So formulieren wir das Ganze mal. Wir sind schon seit 2003 im Geschäft, Thomas und ich arbeiten zusammen. Und haben im Laufe der Jahre einfach ganz viele schlechte Sachen miterleben müssen oder mitgemacht. Man baut Mist und möchte nicht darüber reden, weil man sich dumm fühlt oder weil man denkt, oh Gott, wie konnte mir das passieren, das passiert anderen nicht und alle werden über mich herziehen und so weiter. Und das ist der Grund, warum es einfach wichtig ist, so ein Fuck-Up-Meetup zu haben, wie wir das jetzt machen, um einfach zu erzählen, was haben wir für Mist gebaut, damit andere sehen, okay, das passiert denen auch nach, wie lange? 15 Jahre? 15 Jahre Erfahrung. Schäfi wird auch irgendwann mal drankommen. Der hat irgendwie schon 60, 50, 40 Jahre Erfahrung. Danke, bitte. Und hat auch einiges zu erzählen. War auch immer sehr offen uns gegenüber. Also da haben wir auch gemerkt, dass wenn man offen darüber redet, bringt das was. Wir haben auch immer wieder gemerkt, wenn wir gerade mit Christian oder mit Jenny oder mit dem IGZ oder andere Firmen über unsere Fuck-Ups reden, dass eher Verständnis kommt. Und auch Beispiele, das kenne ich, das ist mir mal so passiert. In den meisten Fällen nicht so schlimm wie bei euch, weil wir haben, wenn wir was machen, dann richtig. Aber schon einfach Verständnis und dann auch Hilfsbereitschaft. Wir fangen jetzt an mit unserer Anfänge. Und wir haben eine Plattform bei CityGuys, da ging es um Party-Events, Happy Hour, Discos, Kino. Und dann haben wir da noch Partys veranstaltet. Gut, und andere Sachen, die auf die Seite, wir haben versucht, noch eine Plattform aufzubauen mit Flanner. Das sollte eine Plattform sein, wo man sich einfach nur aufregt über irgendwas. Dann Ende 2009 kam Thomas auf mich zu und meinte, er hat eine Idee, wir sollten eine Spritplattform aufmachen. Die konnte zeigen, wo die günstigsten Spritpreise waren, die konnte sonst nichts. Aber am Anfang hatten wir überhaupt keine Monetarisierung da drin, darum ging es auch nicht. Es ging darum zu gucken, dass wir Sprit sparen und andere Leute helfen. Also die Idee dahinter war eher ideologisch. Ich habe gesagt, jetzt probiere ich es, ich mache mich selbstständig. Bumm. Kein Plan, keine Ahnung, gar nichts. IGZ, was ist das? Also überhaupt gar nichts. Das Einzige, was ich wusste, weil irgendjemand das mir gesagt hat, Gründungszuschuss. Gründungszuschuss, das war das Einzige, was wir hatten. Mehr wussten wir nicht. Thomas war immer noch in Fürth, Erlangen, wo auch immer, und hat sein Diplom gemacht, abends gearbeitet. Und ich habe mich selbstständig gemacht und habe angefangen, das Ding voranzutreiben. Also das lief alles, einfach aufsaugen alles, das lief alles, ohne dass wir groß was können oder tun mussten. Ne? Also es lief einfach. Viel Arbeit, viel Zeit haben wir investiert. Das auf jeden Fall. Wir dachten, oh wow, damals waren wir eine 3-Mann-Klitsche. Nicht mal wirklich, wir waren 2,5 Mann und der Entwickler war dabei, weil ihm das Spaß gemacht hat. Und wir dachten, okay, wir brauchen einen großen Partner. Und rein zufällig, so wie das ist, auch wir haben nichts getan, ruft uns die Motorpresse an, Herausgeber von Automotor und Sport und Men's Health und lauter so andere Sachen, und sagt, ey, wir wollen uns mit euch mal so ein bisschen zusammentun. Ihr habt gesagt, cool, nimm bitte. Und ab einfach, also mit denen arbeiten wir zusammen. Heute immer noch, wir betreiben die App immer noch, aber die stehen im Impressum drin, also das kann sich jeder denken, was da genau gelaufen ist. Auf jeden Fall hatten wir Anfang 2014 recht viel Geld. Und jetzt geht es eigentlich los. Jetzt sind wir mit der Vorbereitung für was alles schief gehen kann durch. Da haben wir tatsächlich gedacht, wow, wir haben es doch. Zum Holger, der Holger hat immer gesagt, das Gespräch schreibe ich aus, so, mach doch, wir haben es doch. Also das war so ein Spruch. Der hat immer gesagt, Maurice, du fällst irgendwann auf die Schnauze. Und ich so, ja, ich weiß, aber das macht so viel Spaß, wir sagen es trotzdem. Und ey, wir haben das auch mit mehr Tanken geschafft, das schaffen wir auch mit einer neuen App. Und dann haben wir halt losgelegt. Dann haben wir die Leute eingestellt, wie gesagt, 5 neue Leute eingestellt. Wir haben Gas gegeben, wir haben experimentiert, wir haben für Repair hier ganz viele Marketing-Sachen erstellt.
Falls jemand möchte, die verschenken wir alle gerne. Wer möchte, kuscheltieren. Wir haben noch mehr. So, und das Ziel war einfach mit dieser neuen App, wir brauchen noch ein Standbein, weil wir wissen ja nicht, ich meine, die Gedanken waren gut, wir wissen nicht, wie lange ist die Motopresse noch unser Freund. Wie lange betreiben wir das Ganze noch? Wie lange sind wir damit beschäftigt? Also bauen wir einfach noch eine App auf, wir können das mit neuem Personal. Gut, Excel. So, und dann Anfang 2015 war das alles schon wieder vorbei. Und das meine ich wirklich vorbei. Wir haben Anfang Januar 2015 oder Ende 2014 war das meiste Geld schon weg. 5 Mitarbeiter mussten wir entlassen. War eine ganz schlimme Phase, hat mich total mitgenommen. Dann stand ich an dem Tag hier draußen, habe geraucht, stand am nächsten Tag hier draußen, habe geraucht, irgendwie 2 Schachteln weg und habe gemerkt, das bringt mir alles gar nichts mehr und habe damit sogar das Rauchen endlich aufgehört. Also da, ich war fix und fertig psychisch. Wir sind mittlerweile immer noch so weit unten. Also teilweise gab es bei uns Mitarbeiter, die haben netto mehr verdient als wir, weil wir ja alles selbst tragen müssen. Also das war schon ein harter Schnitt. Also da haben wir einfach geschaut, dass wir da gut sparen bei der ganzen Geschichte. Das ist kein Touchscreen. Wir haben natürlich ab da angefangen, alles, was wir gemacht haben, zu hinterfragen, zu kämpfen. Also es ging wirklich darum, niemanden mehr entlassen zu müssen. Das war das Hauptziel bei allem. Wir wussten, dass Thomas und ich irgendwie über die Runden kommen. Wir sind immer irgendwie über die Runden gekommen. Aber wir wollten einfach niemanden mehr entlassen. Das heißt, wir haben gekämpft, wie wir konnten. Neue Aufträge mussten her. Wir haben geschaut, wie wir relativ schnell für die Motopresse noch irgendwas machen können, um Geld rauszuholen. Wo können wir noch sparen? Da zählte einfach Kämpfen auf aller Ebene. Also wie gesagt, die letzten 4 Jahre war einfach nur Kämpfen. Nur schauen, wie wir vorankommen, wie wir Network betreiben, wie wir einfach andere Leute kennenlernen, an Aufträge rankommen. Das ist so ein Hauptthema. Ja? Gut, wie kam es jetzt zu dem Crash? Wie beschrieben, haben wir die ganze Zeit unser eigenes Ding gemacht. Es gab keinen Grund, mit den Webseiten oder mit den Eventportalen oder alles, was wir gemacht haben, und vor allem mit mehr Tanken, nicht irgendwie nach links oder rechts zu schauen. Also deshalb auch die Straße. Es gab für uns keinen Grund, mit irgendjemand zu reden. Und wir haben auch mit niemand geredet. Wir haben weder hier am IGZ mit irgendjemand geredet oder am TGZ gab es da, glaube ich, gar nicht. Oder gab es den schon, den alten noch? Oder diese ganzen Networking-Veranstaltungen oder Meetup, ich weiß gar nicht, ob es das schon damals gab. Veranstaltungen, Messen, also egal worum es geht, die Möglichkeiten, andere Leute kennenzulernen oder dazuzulernen oder irgendwie Input mitzunehmen, haben wir alles nicht gemacht. Mittlerweile. Also wie gesagt, Thomas und ich haben uns kennengelernt, Physikstudium. Er hat Physik weiter studiert. Ich habe aufgehört und habe bei Navigon gearbeitet und Callcenter aufgebaut und Support geleitet und so weiter. Wir waren genau die richtigen Personen, um Mitarbeiter einzustellen. Absolut die Fähigkeiten dafür. Wir haben Leute eingestellt, wo wir dachten, die haben einen tollen Charakter oder die sind gut oder die, wenn wir sie einstellen, leben so und brennen sie für die Firma. Das stimmt auch, das waren tolle Leute. Nur haben sie nicht die Fähigkeiten oder Skills gehabt, die wir gebraucht haben. Interne Strukturen. Also das Bild fanden Thomas und ich total klasse, als wir es ausgesucht haben, weil wenn man hinschaut, sieht man ja eine gewisse Ordnung. Ne? Also irgendeine Ordnung ist da. Thomas und ich haben diese Ordnung auch verstanden. Das hat aber kein anderer verstanden. Es war nirgendwo aufgeschrieben, wir hatten keine Prozesse. Und man muss es nicht übertreiben mit Prozess, aber ein paar Kleinigkeiten sollte es einfach geben, dass man weiß, wie sind die Regeln in der Firma, wie ist die Struktur, auch wenn man nur 6-7 Mann ist, dass man einfach Prozesse hat mit, wie wird eine App getestet, wenn ich eine neue Version baue oder wo gucke ich rein oder Code-Review-Prozesse, irgend sowas in der Art. Also generell, egal ob man es braucht oder nicht, ob man es macht oder nicht, aber irgendwelche Prozesse sollte jede Firma haben, wo die anderen wissen, da geht's lang. Hatten wir gar nicht, wir haben alles frei laufen lassen. Dann haben wir noch das Marketing und das ganze Zeug, was dabei war. Da haben wir auch experimentiert. Wir wollten damals für mehr Tank immer Plüschtiere haben, vermarkten, Merchandise. So alle Star Wars, das ist ja auch reich geworden mit Merchandise. Und wir auch, kriegen wir hin. Ne? War nicht ganz so, weil das Produkt nie rauskam. Toll, dass wir Merchandise haben. Ne? Also das sind so Sachen. Gut, und dann Akquise. Das war natürlich das Geilste überhaupt. Deshalb wirklich auch hier dickes What the fuck. Wie? Keiner von uns hat Vertrieb gemacht. Wie kommen wir an Kunden ran? Das hat überhaupt nicht funktioniert am Anfang. Also wir wussten auch gar nicht, wo wir ansetzen sollten. Also es war nicht mal so, dass wir schlecht Akquise gemacht haben. Ganz im Gegenteil, ich habe festgestellt, dass ich richtig geil dabei bin, Akquise zu machen. Aber wo?
und wann und mit wem und wie und so weiter. Jetzt haben wir Prozesse und jetzt lehne ich Aufträge ab. Auch weil ich weiß, das spielt auch ein bisschen eine Rolle, wir haben aufgrund des Geldmangels auch bei der ganzen Geschichte Aufträge an uns nehmen müssen, die hätte kein Mensch zu dem Preis angenommen. Da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Gut, und Controlling. Und das ist wirklich, und ich mach's, Thomas, wir standen da, das Geld einfach raus, aber immer mit Kopf, dachten wir. Wir dachten, na klar, gehen wir 3000 Euro für die Plüschtiere raus. Und was für Merchandise haben. Ja, du hast ja nie was gesagt, das ist gar nicht so. Du hast bei jedem Spaß dabei. Ich habe gedacht, ich lasse dir den Spaß. Aber weil das eben so viel Geld war, da hat man gedacht, ja, was sind denn 3000 Euro im Vergleich zu dem Batzen Geld? Was kann da schon passieren? Aber mit so vielen Mitangestellten haben wir nach 2-3 Monaten festgestellt, wow, das Geld ist ganz schön schnell weg. Das Geld einfach raus. Wir hatten das im Blick und wir bringen ja Repair in 6 Monaten raus, 7 Monaten raus, da holen wir das Geld alles wieder rein. Na, also heute, wenn jemand mit so einem Plan vor mir ist, ist also Alter, geh nach Hause. Aber so wirklich wie ein Controller, jemand, der BWL studiert hat oder mit sowas umgehen kann, die Kenntnisse hatten wir einfach nicht. Also und am Ende des Jahres kam dann, das wussten wir auch, dass es kommt. Wir wussten, ein kleinerer Betrag als was wir hatten, wollen sie von uns haben. Nur dass dieser kleinere Betrag von was wir hatten, dann größer ist als was wir noch da haben. Das war echt ein Problem. War ein Riesenproblem. Zusammengefasst, wir sind viel zu schnell gewachsen. Also das war das Hauptproblem. Haben uns etwas größere Autos erlaubt, das stimmt auch. Aber das war, was das Abschreiben angeht, vermutlich das einzige Schlaue, was wir gemacht haben in der Zeit. Und da muss man darauf achten, dass wenn es mal gerade gut läuft, dass man nicht plötzlich Gott und die Welt einstellt. Dass man nicht denkt, okay, wir brauchen noch das, sondern da einfach ein bisschen drauf achten. Also das ist ganz wichtig, das ist das, was ich eigentlich unbedingt mitgeben muss. Egal von wem ihr hört, was für Fehler gemacht wurden oder dies oder jenes, behalt es und erinnere euch immer wieder dran. Weil wir wussten das, wir können eine Liste von Sachen, die wir miterlebt haben, auch bei Schäfenacker, weil er auch immer so offen war. Und wir sind in die gleiche Falle trotzdem getappt. Wir sind jetzt vorsichtiger geworden, weil unsere eigene Falle natürlich richtig wehtut. Ne, aber hätten wir uns auch sparen können, wenn wir da einfach so ein paar Sachen uns gemerkt hätten oder besser drauf geachtet hätten. Ne? Die Intentionen waren alle gut. Gut, alles ohne Strategie, also Repair. Eines der Hauptthemen war vorhin bei der Folie Prozesse oder Struktur. Wir haben keine Meetings gemacht. Wir haben kein Scrum. Also wir hatten einmal in der Woche mal ein Meeting, wo wir gefragt haben, wie sieht es aus. Aber wir haben nicht regelmäßig geschaut, was läuft gerade. Wir haben nicht regelmäßig geprüft, wie ist der Entwicklungsstand bei Repair oder bei den anderen Sachen. Wir haben kein Scrum gemacht. Wir wussten damals, dass es Scrum gibt, aber wir waren der Meinung, das passt nicht zu uns. Wie gerade beschrieben, wir gehen alles langsamer an, mehr Strategie. Wir sprechen viel mehr über, was wir wollen. Thomas erlaubt mir nicht einfach so, irgendwas zu kaufen oder zu machen mehr. Der bremst mich immer bei allem. Ja, ist auch gut so. Irgendeiner muss da aufpassen. Ich beschleunige ihn ein bisschen, weil die Entwickler, die neigen dazu, dann auch mal gerne sehr viel über alles zu reden und zu planen und zu machen, anstatt einfach zu entwickeln. Da sorge ich auch mal dafür. Also das funktioniert einfach viel besser. Wir haben bessere Tools und Prozesse. Wir haben damals sofort geschaut, wie können wir uns besser organisieren. Und das ist ganz wichtig. Schaut, was es für Tools gibt, was es für Bereiche gibt. Denkt über die Bereiche nach, die ihr nicht selber abdecken könnt, weil ihr kein BWLer seid oder kein Entwickler oder was auch immer. Und überlegt, was braucht er, um arbeiten zu können. Das ist ganz wichtig. Prozesse ganz, ganz wichtig. Wir haben einige eingeführt. Also das sind einfach so Sachen, da muss man aufpassen, gerade wenn man so schnell wächst oder wenn man so schnell vorankommt plötzlich, dass man nochmal Luft holt und überlegt, ob man nicht doch ein bisschen was anders machen sollte. Wenn wir jemanden einstellen, dann sind wir extrem kritisch. Da sind wir teilweise, ja, böse nicht, aber wir machen von vornherein deutlich, bringst du die Geschwindigkeit und die Fähigkeit nicht, gehst du wieder. Ende. Jetzt sagen wir 6 Monate Probezeit. Gib Gas. Es gibt regelmäßige kurze Meetings, also fast täglich findet unser 12-Minuten Scrum statt, keine 5 Minuten. Wir machen das aber auch nicht nur Scrum, also wir reden über alles. Wir sind viel unterwegs, also gerade die letzten Monate werden hier einige gemerkt haben, dass wir plötzlich überall auftauchen, also wir geben dann noch mehr Gas. Wir wollen auch schauen, dass wir hier regional wieder besser unterwegs sind. Wir haben schon immer Kunden in Frankreich gehabt, wir haben Kunden in Berlin gehabt, in Hamburg, aber nie Kunden hier in Würzburg. Und das wäre vielleicht schlauer gewesen, mal hier in Würzburg ein bisschen abzugrasen, anstatt überall außerhalb erst einmal. Und wir sind bis heute immer noch nicht der Meinung, dass wir wissen, was wir tun. Also jetzt ganz grob formuliert, sondern hinterfragen andauernd alles.
gucken, ob es nicht doch irgendwie besser geht, ob wir nicht doch irgendwie was anderes machen können. Ob das, was wir die letzten 2 Jahre gemacht haben, was funktioniert. Also wir merken auch, dass das heute funktioniert. Ob es doch nicht anders besser geht. Wir machen nicht jedes Mal, wir sind kein Fähnchen im Wind, wir schmeißen nicht alles über Bord. Gut, ich glaube, das war's, oder? Das war die letzte Folie. Also, ja. Wo steht ihr denn jetzt? 2018, ja, also wir sind 2014 bis 2018. 2018 haben wir es zum ersten Mal geschafft, eine Nulllinie zu machen, seit 4 Jahren. Das heißt, nicht auf irgendwelche Reserven, Puffer oder Geldschenkungen zurückzugreifen. Wobei, ich glaube, einmal 5.000 Euro von meiner Mama ist noch dazu, oder? Ja, wobei, das ist eigentlich für ein Seitenprojekt gedacht gewesen. Das war jetzt nicht unbedingt notwendig. Du bist trotzdem drin. Ja. Ja. Nee, also 2018 war jetzt das Jahr, wo wir in den Film gefahren sind, wo wir auch endlich Aufträge bekommen haben oder uns so weit durchdrücken konnten, dass wir Gewinn einfahren bei den Aufträgen. Es waren ganz viele tolle Leute mit dabei. Wir hatten sehr viel Spaß, sehr viele Fragen, Erkenntnisse. Auch wir haben nochmal dazu gelernt heute, auch sehr wichtig. Also beim nächsten Fuck-Up unbedingt dabei sein. Ich fand es klasse. Es war sehr schön zuzuhören und es hat Spaß gemacht. Man hat auf jeden Fall was gelernt. Ich finde diesen Ansatz tatsächlich aus dem Fehlern lernen sehr, sehr wichtig. Ich habe mal beim Braveheart Battle mitgemacht, ja, also. Aber das war sportlich eher, nicht beruflich, also doch beruflich auch tatsächlich. Nee, ich muss mich nach 4 Kilometern übergeben. Aber Strategie anpassen. Ja, Modi ist immer wieder eine Show wert. Toll, dass er so die Hosen runtergelassen hat und so viel erzählt hat, was er so treibt und was seine Erfahrungen waren. Macht nicht jeder, gehört auch was dazu, das so zu machen. Nee, ich freue mich auch weiter da rein noch zu dem Thema, wenn andere noch erzählen, wenn ich selber auch was erzählen werde. Das sind die Dinge, wo man meistens daraus lernen kann, wenn man Fehler anderer erfährt, die man dann nicht selber machen muss. Und wenn man vor allem jemanden hat, den man auch ansprechen kann, wenn man Gefahr läuft, einen Fehler zu machen und denkt, es geht gerade so in die Richtung. Finde ich höchst spannend. Gründnet Würzburg. Komplett Würzburg, was? Gründnet Würzburg. Gründnet Würzburg. Seriös? Sehr seriös.